Hallo zusammen, willkommen hier bei uns auf Huberblog. Heute wollen wir uns das Mate 20X einmal anschauen. Wir hatten es natürlich schon in einem allgemeinen Testbericht. Auch die Foto- und Videofunktion haben wir uns schon einmal angeschaut. Aber heute soll es um das Thema Gaming gehen. Das Thema Gaming war ja ein großes Schwerpunktthema auf der Präsentation. Man hat ja sogar extra noch dazu einen eigenen Controller vorgestellt. G1 heißt er übrigens. Und den wollen wir natürlich heute mal testen. Im Vergleich auch zu einem klassischen Konsolencontroller. Ich habe hier den der PlayStation 4. Also wir wollen uns heute mal anschauen, wie spielt es sich auf dem Mate 20X. Bis gleich! Als erstes habe ich jetzt Asphalt 9 ausgewählt und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie es sich so macht. Hier in den Einstellungen könnt ihr es sehen, ich habe alles auf maximal, also alles auf hohe Qualität. Also wir wollen ja auch schauen, dass wir hier das Maximum mal herauskitzeln. So, dann wollen wir mal starten. Als erstes, seht ihr, werde ich jetzt hier versuchen, es per Touchscreen zu spielen. Das geht so auch ganz gut. Das Spiel wird halbautomatisch gesteuert, also das Auto fährt alleine. Und ich muss jetzt hier nur die Richtung angeben. Ja, bitte nicht lachen, ihr werdet sicher merken, also ich bin nicht nur jemand, der das Spiel selten spielt. Ich bin hier ein absoluter Novize, was das ganze Genre angeht. Also ich spiele derartige Spiele eigentlich überhaupt nicht privat. Spiele vielleicht mal so ein kleines Spiel für zwischendurch. Oder auch mal ein Point and Click, aber solche Shooter oder Racing-Spiele spiele ich normalerweise gar nicht. Deswegen muss ich mich jetzt hier auch erstmal zurechtfinden. Ja, also mit der Touchscreen-Steuerung geht es so, man kann damit spielen. Aber so richtig gut finde ich es als jemand, der immer mit Controllern gespielt hat, auf PlayStation oder ähnlichen, jetzt nicht so herausragend. Ich habe gewonnen. Im zweiten Teil machen wir jetzt gleich weiter mit Asphalt 9. Ich habe jetzt den G1 Controller installiert und jetzt können wir mal schauen, wie es sich nun mit diesem spielt. Ich kann ihn jetzt hier auf der linken Seite verwenden. Auf der rechten Seite muss man aber weiterhin über Touchscreen steuern. So, ich kann jetzt hier mit vorwärts und seitlich, kann hier die Auswahl treffen. Man muss natürlich sagen, der Automatikmodus ist hier noch aktiv, also das Auto fährt von allein. Also so viel muss ich gar nicht steuern, aber trotzdem geht das erstmal soweit recht gut. Also der Controller reagiert sehr schnell, reagiert präzise. Also macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Okay, also eine Runde, das war jetzt ein bisschen kurz, spielen wir mal noch eine zweite. Wir wollen ja doch einen realistischen Eindruck gewinnen. Ein paar Sekunden sind da wirklich ein bisschen zu wenig. Drehen wir noch eine zweite Runde. Kann man eine Drehung machen? Cool, damit kann man die Gegner auch wegkicken. Also wir sehen also die Steuerung hier mit dem Controller. Das hier ist die obere Taste. Funktioniert sehr gut. Okay, jetzt habe ich mich selber abgeschossen. Aber macht nichts. Also es steuert sich schon gut.
Schade nur, dass ich das leider nur auf der linken Hand habe, den Controller. Wäre natürlich toll, ich könnte ihn auf der rechten auch haben. Schauen. So, aber ein Spiel allein ist natürlich noch nicht wirklich aussagekräftig. Also probieren wir mal noch, wie es denn mit einem anderen Spiel so funktioniert. Ich habe jetzt hier nochmal PUBG. Wir stellen auch hier wieder die höchstmöglichen Einstellungen ein. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Also, das sieht erstmal gut aus. Also, ich kann seitlich laufen, rückwärts laufen, vorwärts laufen. Also, sehr schön. Das funktioniert sehr gut. Einwandfrei. Aber die Perspektive, die muss man nach wie vor über den Touchscreen steuern. Also, oh, jetzt beschießt mich hier jemand. Ja, ihr merkt schon, ich bin hier noch ein absolut blutiger Anfänger. Ich hätte jetzt erstmal gerne ein bisschen Zeit, mich umzuschauen, aber ich werde hier schon voll beschossen. Sehe jetzt mal zu, dass ich mich hier wegbewege. Also die Steuerung geht sehr gut. Reagiert auch sehr präzise. Wozu ist das hier gut? Egal. Also, ich renne jetzt hier erstmal ein bisschen wild durch die Gegend. Keine Ahnung, wo ich hinkomme, wo ich hin will. Hier hinten sind Häuser, da gehe ich jetzt mal hin. Also wirklich zu sehen, gibt es hier jetzt nichts. Also renne ich jetzt erstmal hier weiter. Also, jetzt sind wir hier. Ein bisschen stört mich das, dass ich die Perspektive hier immer noch mit dem Touchscreen steuern muss. Hier hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gerne einen Controller auf der rechten Seite. Das wäre angenehm. Denn so präzise finde ich die Touchscreen-Steuerung jetzt ehrlich gesagt nicht. Der Controller auf der linken Seite, der ist super. Aber mir fehlt jetzt hier was auf der rechten Seite. Ich bin natürlich auch sehr ungeübt. Wie gesagt, ich spiele vielleicht mal Point und Click, aber wie gesagt, das spiele ich dann wirklich auch mit Controller. Oder halt wirklich, dann tippt man halt nur auf die Stelle, wo man dann was interagieren möchte. Aber jetzt so wirklich so komplexe Bewegungen bin ich mit dem Touchscreen auch nicht gewöhnt. Jetzt werde ich auch gleich wieder schon beschossen. Okay, schieße ich hier mal zurück. Man merkt natürlich auch, dass ich überhaupt in diesen Spielen absolut ungeübt bin. Aber es soll ja jetzt hier auch nur ein Test sein. Ich denke mal, das soll jetzt hier erstmal genügen. Schauen wir uns noch das dritte Spiel an. Gut, als nächstes wollen wir uns eins meiner Lieblingsspiele anschauen, Ocean Horn. Das ist jetzt ein kleines Abenteuerspiel. Ich muss jetzt hier verschiedene Gegenstände einsammeln, werfen, Gegner verhauen. Also was man da so kennt aus diesem Genre. Der G1-Controller hier auf der linken Seite funktioniert wieder gut. Also ich kann hier gut steuern. Die Figur läuft nach rechts, nach links, genauso wie es sein soll. Also das klappt sehr gut. Aber die Touch-Steuerung hier, die will nicht so richtig. Wie kriege ich den jetzt dazu, dass er den Krug wegwirft? Na, nicht abstellen, werfen. Nun komm schon.
keine anderen Tasten. Nein. Nein. Aber also doch Double Tap. Aber man muss es irgendwie genau timen. So, ansonsten funktioniert die Steuerung gut. Schilder kann man lesen. Klappt gut. Auch hier die Gegenstände zu zerschlagen. Das geht problemlos. Münzen einsammeln. Ja, bei den Gegnern ist es jetzt schlecht. Also eins müsste ich hier mit dem Touchscreen schlagen, aber gleichzeitig verdecken meine Hände die Sicht. Das finde ich jetzt nicht so gelungen. Also wie schon gesagt, ich muss jetzt nochmal wiederholen. Finde ich es einfach schade, dass der G1-Controller nur die linke Seite abdeckt. Ansonsten ist er nämlich sehr gelungen. Die Steuerung ist präzise und klappt einwandfrei. Aber ich würde mir jetzt wirklich wünschen, ich hätte noch ein spiegelbildliches Pendant für die rechte Seite, um damit dann auch eben alle Aktionen abdecken zu können. So finde ich, hat man hier ein wenig Potenzial verschenkt. Im dritten Teil unseres Tests wollen wir jetzt mal schauen, wie es sich mit einem richtigen Game Controller spielt. Ich habe hier den der PlayStation 4. Den muss man natürlich erstmal mit dem Smartphone verbinden. Das habe ich hier schon mal getan. Für alle, die es noch nicht wissen, das geht ganz einfach. Man muss zum Verbinden einfach nur den PlayStation-Button und den Share-Button gleichzeitig drücken, dann fängt das Licht oben an zu blinken und das Smartphone, was natürlich schon Bluetooth anhat, wird sich dann verbinden und man kann den Controller anschließend verwenden. Das hat hier schon geklappt, man sieht, Wireless-Controller verbunden. Dann wechsle ich auch gleich mal ins Spiel rein. Irgendwo müsste ich es jetzt mal anlehnen, dass man gut sehen kann. Gut, hier habe ich dann jetzt schon etwas improvisiert. Ihr seht, ich habe jetzt hier von meinem Tablet, ist das eigentlich eine Hülle, ein Ständer, habe ich jetzt hier mal ein bisschen improvisiert. Aber es geht und soll uns jetzt hier für den Moment genügen. Allerdings muss ich jetzt feststellen, dass trotz dessen, dass er mir hier verbunden sagt, der Controller nicht funktioniert. Also es passiert nichts, die Figur bewegt sich nicht. Kann sein, dass es jetzt an der aktuellen Firmware liegt. Ich hatte es schon mal vor ein paar Wochen ausprobiert. Da ging es einigermaßen, aber richtig gut lief es auch nicht. Darum werde ich jetzt mal das Mate 20X mit dem Controller über Kabel verbinden. Dazu braucht man natürlich einen Adapter. Das hat sich aber schon bei früheren Geräten und Spielen bewährt. Und wir sehen, auch hier klappt es dann mit Kabel sehr gut. Und ich kann den Controller vollumfänglich nutzen. Kann hier alles einsammeln, anheben. Jetzt kann ich auch gut werfen. Das hat uns ja vorhin bei der Touchscreen-Steuerung dann noch Probleme bereitet. Mit dem Controller geht das super. Von meinem Blog-Kollegen habe ich gehört, dass der Xbox-Controller sich hier noch etwas besser machen soll. Den habe ich leider nicht und konnte ihn somit auch nicht ausprobieren. Wie gesagt, der PlayStation-Controller hier funktioniert am besten über Kabel. Ansonsten ist das natürlich sehr angenehm, es spielt sich sehr gut, funktioniert auch alles, also klappt prima. Nur hat man halt natürlich jetzt wiederum den Nachteil, dass man das Smartphone mit dem Controller zusammen eben nicht in einer Hand oder mit beiden Händen gleichzeitig festhalten kann, sondern dass man jetzt hier eben so eine Bastelei machen muss und das Smartphone halt irgendwo gegenlehnen muss. Was natürlich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs wäre, Bus, Bahn oder Flugzeug, natürlich weniger günstig und weniger angenehm wäre, als wenn ich das Ganze natürlich quasi wie ein Gerät in der Hand halten könnte. So, das Ganze wollen wir natürlich auch mal noch in einem zweiten Spiel überprüfen. Also ich habe schon vorher getestet, auch hier
funktioniert es nur mit Kabel. Kann sein, dass das halt irgendwie gerade ein Softwareproblem ist. Ich habe das chinesische Mate 20X. Vielleicht ist es in der europäischen Version besser. Das müsstet ihr dann bei eurem Gerät wirklich einfach mal selber austesten. Aber ansonsten mit Kabel funktioniert es auch hier einwandfrei. Kann jetzt natürlich auch wunderbar hier mit beiden Händen steuern. Das ist sehr präzise und natürlich auch von der Spielemechanik einfach das günstigste, das Beste. Nur habe ich natürlich jetzt nicht den Komfort, das Smartphone ebenfalls direkt in der Hand halten zu können. So, wie lautet nun mein Fazit zum Gaming mit dem Mate 20X? Also ganz grundsätzlich gefällt mir das Gaming mit dem Mate 20X sehr gut. Also hier hat Huawei sich wirklich Mühe gegeben. Das Gerät hat eine super Performance. Es wird nicht heiß. Die Spiele laufen flüssig. Selbst anspruchsvolle Grafik wird problemlos dargestellt. Also alles super, alles prima. Auch der G1-Controller, den es hier extra für die Mate-Serie gibt, auch den kann man nur loben. Also er sitzt super. Hier die Klemmvorrichtung, die sitzt wirklich straff, da rutscht nichts, da wackelt nichts. Also ganz toll. Auch die Steuerung ist präzise und läuft einfach gut. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ein bisschen knifflig ist die Ersteinrichtung. Hier werde ich euch aber entsprechende Hilfeseiten verlinken und auch selbst natürlich noch im Artikel ein paar Tipps geben. Und auch mit einem klassischen Controller kann man durchaus spielen. Der PlayStation 4 Controller, den ich hier habe, funktionierte leider nur wirklich gut über Kabelanschluss. Wer ihn natürlich eh schon hat, weil er eine PlayStation 4 hat, der kann ihn natürlich ohne weiteres auf diese Weise nutzen. Man besorgt sich halt dann noch einen Typ C zu USB-Anschluss und dann tut er auch seinen Dienst. Ansonsten soll der Xbox-Controller noch ein wenig günstiger, noch ein wenig besser funktionieren. Also hier soll auch die Verbindung über Bluetooth wirklich vollumfänglich nutzbar sein. Wie gesagt, ich selber konnte ihn leider nicht testen. Aber bei den Controllern hat man halt immer ein grundsätzliches Problem. Es sind zwei Geräte. Ich habe das Mate 20X und ich habe den Controller. Ich muss das Mate 20X also immer irgendwo gut positionieren, in einen Case aufstellen oder so wie ich mit einer Improvisation arbeiten, damit man einen guten Blickwinkel hat und dann halt mit dem Controller spielen zu können. Da gefällt mir das System hier mit dem G1 deutlich besser. Das Gerät, das G1-Gerät, der Controller, wird fest an das Mate 20X angesteckt. Das sitzt fest und man kann wie wirklich mit einer kleinen mobilen Konsole dann spielen. Und das ist eigentlich ein super Konzept. Ich finde es halt leider, wie angesprochen, nur schade, dass wir diesen Controller nur auf der einen Seite zur Verfügung haben. Hier hat wirklich Huawei ein wenig Potenzial verschenkt. Hier hätte man wirklich für den beidseitigen Gebrauch so einen Controller anfertigen müssen. Dann wäre das ein super Konzept und dürfte auch gerne von meiner Seite aus wie eine Präsentation mit der Switch verglichen werden. So ist es leider noch nicht ganz ausgereift, aber vielleicht bessert Huawei hier ja nochmal nach. Und wird uns vielleicht bei der nächsten Vorstellung mit einer neueren, verbesserten Version überraschen. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Gut, ich danke euch für euer Interesse und bis dann.